Auf der Sonnenbank hier bei mir. Hi! Ja! Auf der Sonnenbank! Willkommen zurück! Ihr lieben Menschen und wir alle machen Bösewichte weiter sind. Und die Bösewichte sind auch schon da, genau. Wir haben in der letzten Folge den Prolog beendet, nämlich Davids Apartment. Und wir können speichern. Dann speichern wir einfach mal auf Data 3 ab, würde ich sagen. Ja. Okay. Ja, okay. Weiter geht's. Wir schauen mal, wo es hingeht. Yeah. Wir hören Autogeräusche. Ach so, ich sehe nur gerade schwarz. Okay, jetzt sehe ich wieder was. Es wird langsam dunkel hier. Aber dieser Ort hier, der ist... Das ist dieser Ort, kein Zweifel. Kein Zweifel, ja. Ja. Aber trotzdem, er ist sehr groß und aber... Ja, aber das sieht so aus wie ein Hotel hier. Bin ich hier denn wohl richtig? Ja, bin ich hier richtig? Ich muss mal das prüfen erstmal, wo ich hier bin. Schauen wir mal. Also eben sah es aus wie das Haus von Hotel Ruhenheim. Aha. Ja, gut, dann schauen wir mal. Ruhenheim. Oh, ist ganz schön dunkel drin. Schönes Deutsch. Baby, it's dark. Nee, hier ist halt die, hier ist halt das Registrierungsbuch. Anmelde, genau. Da ist aber hier keine. Ist niemand. Wollen wir mal uns hier umgucken, ja? Ja, klar. Wo sollen wir zuerst hingehen? Ist mir egal. Wir gucken erstmal hier so. Anfang, nee, das ist verschlossen. Hier ist eine Uhr, eine schöne. Aber die ist stehen geblieben. Du guckst Uhr. Ja, ist wieder so ein schönes Ding. Hier ist... Ah, okay. Ja, okay. Können wir auch nicht rein. Und das ist mit Draht irgendwie auch noch gesichert. Ja, ne? Da war ein Draht. Mal gucken. Hab ich eben gesehen. Nochmal. Ja, stimmt. Naja. Da um den Tür. Dann gehen wir mal nach oben oder nach links. Nach links können wir auch mal gehen. Mal nach links. Hier? Ah, hier Zimmer. Zimmer 101 bis 107. Ich muss mal meinen Rollo gerade ein bisschen runter machen. Ich sehe nämlich nichts mehr hier. Ja, so ist das fest. Weißt du was, vielleicht ist ja dieser Schlüssel, passt denn eine dieser Zimmer hier? Das ist möglich. Nee, aber nicht die. Oh, das Zimmer ist offen hier. Oh, okay. Was ist das denn hier? Da ist er, der ist etwas in dem Regal drin. Oh, ein Bild. Ah. Oh, Schatzsuche. Liebe Mama, Papa und ich. Okay. Warte, zeig das doch mal her. Ja. Weil wir müssen vielleicht gucken auf diese Kästchen hier. Was? Also oben das dritte ganz rechts, da hat es eine Krone. Da ist wahrscheinlich der Schatz. Ja. Und weil das ist. Gut. Ein Schatz, eine Schatzsuche. Denke mal, hier hat ein Kind gelebt, der das hier gemalt hat, ja. Wieso der? Die das hier gemalt hat. Oder das Kind. Das Kind, ja. Ja. Ah, sicher. Ja, wir wollen ja schon korrekt sein, nicht ja. Ich suche schon nach deinem Schatz. Keine Sorge, aha, Kind. Genau. Ja, der Schrank ist leer. Die Betten sind auch leer. Rotes Sofa haben wir ausnahmsweise mal. Ach, das ist ja mal schöner als dieses Popelgrüne. Sag mal, muss der nicht mal schlafen? Der schläft doch sonst dauernd. Und da sieht es wesentlich gemütlicher aus. Und er ist 5 Stunden gefahren. Das sieht aus wie das Badezimmer, aber er geht da auch nicht rein. Er muss auch nicht auf Toilette. Er pisst auch nie. Nee. Ja, das ist wieder... Was war das? Oh, das ist verschlossen. Alle Schlüssellöcher. Aber warte, die ganz linke Tür, die sieht ja nur noch ein bisschen anders aus hier. Guck mal. Ja. Naja, die einem, hier meine ich. Mit einem Code. Ah, scheiße, ja, guck mal die her. Will ich haben. Ach so, ja, nur für die Belegschaft, okay. Das ist zum Beispiel verschlossen. 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 So, wir haben doch aber einen Schlüssel, oder nicht? Aber wir können ihn nicht benutzen. Nee, naja, gut. Schade. Dann gehen wir nochmal, würde ich sagen, in den rechten Korridor. Ne? Ja. Müssen wir uns ja nicht so ein bisschen mehr mal gucken, ja, ne? Ja, natürlich, wir müssen alles gucken. Ja, das ist auch wieder übergemalt. Das ist verschlossen. Ja, ist auch wieder paint over. It won't open. It's locked. Ah, die gibt's doch gar nicht. Alle zu und alles übergemalt hier. Dann müssen wir nach oben gehen. Mhm. Oh, guck mal. Oh, hier sind
Sag mal, dieses Anmeldebuch, oh schick, dieses Anmeldebuch konntest du dir nicht näher ansehen, oder? Nee, aber guck was mal. Was da unten liegt. Das sind doch diese. Ja, ein schicker Speisesaal. Hier. Das ist ein Speisesaal. Das sind Tische und vier ja, rote aber, Stühle. Aber guck mal, oben rechts ist doch das von der Schatz. Ja, na, ja. Guck doch mal den genau an hier. Ja. Hä? Da ist etwas unter dem Tisch. Ja. Oh, ein Goldschlüssel. Aha. Da ist noch ein Papier hinter. Ja. Du hast den Schatz gefunden. Gratuliere. Ja, danke. Dann speichern wir auch direkt mal. Ja. Ja, ich glaube, das war auch die Schatzsuche hier oben. Ja, das war garantiert die Schatzsuche. Oh, guck mal, was ist das? Ah, jetzt war das schwierig. Oh, ausgestopft irgendwas, so. Ja, so ein Hirschgeweih. Oh, hier ist ein Klavier. Und oh, kannst du spielen? Eine Tafel, warte mal. Wir spielen nochmal To the Moon. Schubert, nein. Okay. Drei Klavierstücke von Schubert. Kann er nicht spielen, tut mir leid. Schade. Ist hier sonst noch was? Blumen, Kamin. Schauen wir mal in den Kamin rein. Ja, und was sind das eigentlich? Ach so, das sind immer Bilder hier, oder? Das sind Bilder, ja. Das ist schon wieder Landscape. Okay. Die Uhr ist bestimmt wieder, ja, ist auch stehen geblieben. Ja, das ist komplett dunkel draußen, ne? Und hier ist in dem Zimmer eigentlich nichts Besonderes drin. Ja, wir können jetzt nur mal gucken. Oh, ist auch noch überall Zimmer hier. 201 bis 206. Ja, irgendwo muss ja der Goldschlüssel mal reinpassen oder irgendein anderer Schlüssel, den wir gefunden haben. Ne? Also oh. Messing oder Gold haben wir ja. Hier geht's rein in das Zimmer. Kleine Nachttischlampe sehen wir hier. Nachttischlampe. Hier ist auch nichts. Oh. Da ist ein Riss in den Spiegel reingekommen. Ja, genauso ein Riss wie in unserer Wohnung. Mhm. Nee, das ist irgendwie so ein Gekritzel aus einem Notizbuch. Aber das sieht trotzdem so aus, ja. Und was steht da drin? Steht da irgendwas drin? Kannst du gucken? Ja. Möchtest du das vorlesen? Ja, von mir aus. Es war unser spezieller Ort. Sie liebte den wunderhübschen Raum mit dem großen Spiegel. Und sie hat sich immer gefragt, was sie wohl zum Abendessen, zum Dinner anziehen sollte. Ja, so wie Frauen sind, die stehen dann stundenlang vorm Kleiderschrank. Der ist überfüllt und ich sage mal, ich habe nichts mehr. Ja, aber wir wissen nicht, aber jetzt bin ich nur allein. Ich dachte, es könnte mir helfen, hierher zu kommen, aber das hat es nicht. Und alles, was ist, ist Leere. Es bleibt nur Leere. Oh Gott, okay. Ja, und genau, und ich habe doch gesagt, das sieht aus wie das Ding in dem Zimmer von David und das ja. Gibt's auch. Ja, genau, nämlich so ein Kratzer. Genau. Ja, und ob der wohl immer noch da ist, fragt er sich. Und dann ist er nämlich auch verlassen worden. Ist David nicht auch seine Freundin davon gerannt? Ja. Ist es vielleicht Davids alter Ego oder sein, weiß man ja nicht, der Crooked Man? Das ja. Könnte sein. Genau, ne? Und die Notiz. Warum geht das so schnell? Hat jedenfalls nicht erwähnt. Wo könnte er sein? Könnte er sein, ja. Aber wo nur? Genau da, wo du stehst, David. Du bist es. Du weißt es, wer du bist. Du bist Schizo in dir Zizo. Entschuldigung. War jetzt nicht böse gemeint. Tja, wo gehen wir denn jetzt mal hin? Der Schreibtisch ist auch nichts mehr, aber das ist interessant. Vielleicht haben die ihn unter Drogen gesetzt. Vielleicht. Was war das? Sagen, ne? Was? Da hängt ein Zettel an der Tür. Da, ja. Nee, an der ganz linken. Da, da. Ja, da. Ja. Ja, an alle Angestellten. Inkompetenz und verschlorene Schlüssel. Was? Inkompetenz? Nee, wegen der Inkompetenz ach der so, Angestellten ja. Und wegen verschlorener Schlüssel. Geschlossen. Ist jetzt Bibliothek, die Bibliothek genau. Geschlossen. Ja, wir entschuldigen allein. Uns genau für die. Für die Bescheuertheit und so. Ah, wir haben den Goldschlüssel benommen. Wunderbar. Ja, oder guck mal, da liegt auf dem Tisch liegt noch ein dicker Schlüssel. Ja. Ja. Ja, das ist halt überall. Die Sammlung hier. Des Besitzers. Nimm den Schlüssel. Ein Schlüssel. Wir haben den Schlüssel zu Zimmer 109. Guck die Bücher an. Guck mal, hier liegt auch noch ein Buch. Nimm auch noch mit. Cry of the Unseen. Wow, okay. Do you consider yourself kind? You don't get to decide that.
It's decided in the unconscious, übersetzt es euch selbst. Even if you believe you are cold-hearted, you may be warm and emotional inside, and they will sniff it out. They will be lured by your kindness, and they will drag you away. Aha. Das ist so nah, das kommt so vor, dass das so ein okkultes Buch ist, ja? Irgendwie so... Ja, ich denke mal, dass Paul das leben wird. Er würde das leben, ja. Ja, der ist halt schon längere Zeit damit beschäftigt, mit diesem ganzen Zeug. Ja, und eigentlich für sein Alter nicht mehr so passend. Mhm. Oh, oh, dieses Geräusch. Ich höre jetzt aber auch nichts. Oh. Welches Geräusch? Ach, wir gucken uns erstmal hier weiter nur um. Ganz kurz. Ja, jetzt guck dich doch mal hier. Ja, genau. Was? Buchreihen halt nur von M to N. O, P, Q, R. Vielleicht finde ich das. Das geht mir zu schnell, ich sehe gar nichts. Ja, also, wenn irgendwas Interessantes ist, dann bleibe ich schön stehen. Aber jetzt wirklich alles nur aufgelistet. G, to A. Irgendwas muss da vielleicht noch da sein. G, to J. H, to L. Was haben wir hier jetzt bestimmt? A to B, C, D, E, F, nee. Ist erstmal nichts mehr. Wir haben ja einen anderen Schlüssel noch gefunden. Es war irgendwas in der Topfpflanze gewesen, nee, wa? Topf, warte mal. Topfpflanze? Gucken wir mal. Ja, ganz oben. Am Fenster. Nee. Ja, das ist nur Staub auf den Blättern. Ja, Staubfinger. Das dachte ich mir. Deshalb habe ich sowas auch nicht in meiner Wohnung. Hey. So, ja. Aber 109. Bei einer Kollegin von mir, die kommst du gar nicht mehr an den Schreibtisch ran, so viele Pflanzen hat die. Furchtbar. Fürchterlich, du kommst echt nicht zu der durch, ne? Ist jemand da? Ist da jemand? Oh, nicht mehr. Ist hier jemand? Du hast doch den Schlüssel zu 109, das müsste unten sein, ne? Ja, ich gehe mal nach unten wieder. Ist hier 109? Ich glaube ja. Nee, 109. Na, 7, noch weiter. Hinten ist es, hier müsste das dann sein. Oder? Ja. Ja, 108 und hier ist 109. Ja. Wir haben die Tür aufgeschlossen. Schön. Guck mal, da oben funkeln da was. Weißt du, wie das aussieht, wie was aus King's Quest 5? Ja. Da ist irgendwas auf dem Schrank drauf. Können wir einen Stuhl benutzen, bestimmt, ne? Ja. 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 Oh, guck mal, wir können jetzt den Draht durchschneiden. Ah, das ist ja toll. Wie schön. Wunderbar. Ist da noch mehr? Gucken wir mal. Da ist leer. Die Betten sind auch wieder gleich aus. Ja, das ist ein Badezimmer, was er nie benutzt. Nee, er will sich ja nicht waschen. Boah, ist das ein Dreckvögel. Und der pisst in die Hosen oder so. Ja, braucht bestimmt eine Pampers oder so. Ja, aber irgendwann sind die auch voll und stinken. Wir hören jetzt gerade ein Klavierspiel. Ah. Das kommt aus dem Raum, wo das Klavier war. Gucken wir mal. War das oben, wo? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube, das war hier. Wer ist da? Es tut mir leid. Ich bin hier gerade reingekommen. Und das Klavier hat so hübsch ausgesehen. Und dann da. Nee. Ja. Tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Ich bin nicht, ich bin kein Angestellter von dem Hotel oder irgend sonst was. Nee. Ich gehöre nicht zu dem ganzen Verein hier. Wer bist denn du dann? Ich bin David. Ich gucke hier so, ich suche nach jemanden. Was ist mit dir? Ich bin Sissy. Sissy, okay. Ja, was bringt dich denn hier in diese verlassene Gegend, in dieses Hotel? Es könnte sehr gefährlich hier drin sein, weißt du? Ich habe hier mal übernachtet und dachte, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen und so bin ich nochmal zurückgekommen, um es zu holen. Aber ich finde es nicht. Wahrscheinlich kommt das als nächstes. Ja, ich sehe schon. Und hast du es gefunden?
Nee, ich suche immer noch. Es ist nur diese kleine Schachtel, weißt du, mit Rubinen geschmückt. Richtig schön. Und ich gehe hier nicht weg, bevor ich sie gefunden habe. So sieht das nämlich aus. Und ich laufe dir immer nach. Ja, okay. Naja. Tut mir nochmal leid fürs Anschreien. Ja, ich werde hier ein bisschen länger erstmal sein. Ja, ich könnte ja dir helfen, das zu finden, ne? Oh, wirklich? Das wäre ja so toll. Okay, dann hilf mir einfach. Mach mal. Ja, aber bitte tu mir einen Gefallen. Wenn du einen Mann siehst, der so mal etwa mein Alter hat, bitte sag mir schnellstmöglich Bescheid. Okay. Ja, genau. Also, ich gehe dann mal, ne? David, also sei auch vorsichtig, ja? Ja, okay. Tschüss. Bye-bye. Ja, warum, was habe ich denn da gemacht? Mädchen angeschrien. Ich fühle mich irgendwie so, als ob die Schrift wieder weggegangen wäre, ey. Ja, also so wie der Bösewicht. Ja, The der Shady Bösewicht, Lady from genau. Spain. So, safen wir mal. Ja, Hi. wie spät haben wir es Wie denn auf spät der haben wir es denn? Aufnahme? Wir gucken mal kurz, wie die Aufnahme hier so ist. 15, 16 Oh, dann, ja, Minuten. dann sollten wir mal Ihr die Lieben! Suche beim nächsten Mal Wir sind weitermachen. wieder am Yeah. Ende angekommen. Und was Ja. hier in dem Hotel des Schreckens uns erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann, ihr Lieben. Bleibt Und dran. ja, genau. Tschüss. Ja. Angels and stars, hear them on the radio.